Hallo meine Lieben, zu einer neuen Rezension. Und zwar geht es heute um Angsthauch von Julia Crouch, ein Psychothriller im Ullstein Verlag erschienen. Kosten tut dieser 9,99 Euro. Die Seitenzahl sind 490. Ja, kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Rose. Rose hat alles, was man sich wünschen kann. Zwei bezaubernde Töchter, einen liebenden Ehemann und ein wunderschönes Haus auf dem Land in England. Alles läuft seine Bahnen und nichts geschieht, bis eines Tages Polly ihre beste Freundin anruft und sagt, ihr Mann ist gestorben. Und Rose ist ein guter Mensch und lädt Polly mit ihren zwei Kindern zu sich ins Haus ein. Und Polly kommt dann an und sie verstehen sich eigentlich gleich wieder auf Anhieb. Polly ist eine abgehalfterte Rockstar oder Star von früher und sie sieht dementsprechend einfach auch verliebt aus. Also man kann sich sie sich wirklich richtig vorstellen. Und ja, irgendwas fängt dann an schief zu laufen. Es sind erst kleine Missgeschicke, dann ein Unfall und es ist irgendwie sehr verwirrend und sehr verworrend irgendwie, wenn ihr versteht, was ich meine. Und man merkt, dass irgendwas nicht richtig läuft und dass irgendwas gewaltig schief läuft. Und man denkt sich dann eben als Leser, ja, wer dahinter steckt. Aber man wird es so schnell nicht rausfinden, das sage ich euch gleich. Ich habe dieses Buch gern gelesen. Und ja, man kann einfach bis zum Ende nicht wirklich herausfinden, wer da an was schuld ist. Ja, die Meinung kurz. Ich habe an dieses Buch eigentlich keine Erwartungen gehabt. Ich habe es zugeschickt bekommen, wie viele andere auch. Und ich habe es jetzt gelesen, ohne große Erwartungen. Und konnte dementsprechend auch nicht enttäuscht werden. Und ich wurde eigentlich auch nicht enttäuscht. Also ich muss sagen, es ist wieder... es ist wieder kein Psychothriller und auch kein Thriller. Es ist eigentlich eher wieder ein Roman im Thriller-Kleid, wie bei Linwood Barclay auch. Es passiert einfach wieder nichts. Also nichts Weltbewegendes. Man merkt zwar im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so gewollt ist, dass es einfach nur so Kleinigkeiten sind. Aber ein Psychothriller ist für mich was anderes. Ganz anders. Also das packt mich von der ersten Seite ab, ob jetzt da nun ein Mord passiert, ob da viel Blut ist. Das ist egal. Das muss es ja gar nicht in einem Thriller unbedingt haben. Es nennt sich ja auch Psychothriller. Aber so überhaupt gar nicht eine Spannung aufzubauen. Also erst so wieder in den letzten 150 Seiten ist es dann wieder richtig in Fahrt gekommen. Und da habe ich es dann auch gern gelesen. Auch davor. Das ist halt wieder so eine... Ich habe irgendwie kein Glück zur Zeit mit Thrillern. Das war wieder so eine Hassliebe wie bei Linwood Barclay, weil ich euch liebte. Ich habe es gelesen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht, aber nicht, weil es mich so dermaßen gefesselt hat. Und ja, das finde ich einfach... Schade, irgendwie, ich lese Thriller so gerne, aber zurzeit finde ich einfach keinen, der mich wirklich packen kann. Und ich weiß leider nicht, wieso. Ich weiß es nicht. Also er war gut. Also ich habe auch zwischenzeitlich so ein bisschen den Sinn verloren irgendwie, also um was es gerade geht. Das ging dann recht schnell, hoppla hopp. Und er war schon gut, aber wieder halt entweder für meine Ansprüche nicht gut genug oder... Allgemein nicht gut, ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt eben Linwood Barclay gelesen und den fand ich ja grottenschlecht, wobei es aber auch wieder so eine Hassliebe war und so ist es jetzt eben bei Angsthauch auch wieder, wobei ich aber Angsthauch definitiv besser finde als Linwood Barclay, also das auf jeden Fall schon mal vorab zu sagen, also da ging definitiv mehr. Weil er auch viel schöner geschrieben worden ist, also auch viel plastischer. Die Charaktere wurden gut ausgearbeitet, die ganzen Schauplätze, wo alles spielt, werden sehr gut beschrieben. Und das hat mir definitiv besser gefallen als bei Linwood Barclays Buch. Aber trotzdem wieder kein Thriller, der mich packen konnte. Also ich glaube, den letzten wirklich guten Thriller habe ich gelesen. Ja, der war, glaube ich, von Lisa Jackson, der Skorpion. Das war so der letzte gute Thriller, den ich gelesen habe. Oder Ivo Palas Lazarus Formel. Das waren auch mehr so diese Bücher, die mich packen konnten. Und dieses hier, ich habe es zwar gelesen, auch relativ schnell für die 490 Seiten, war es wieder in 3 Tagen weg, aber auch nur, weil ich halt eben unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht. Ja. Jetzt habe ich wieder einen Thriller verrissen oder negativ bewertet, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Aber es bringt ja nichts. Also es war halt wieder so eine Hassliebe. Vielleicht ist es auch einfach nur mein gesteigertes
Wollen an einen Thriller, dass er mir gut gefällt, dass er mich packt. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Ehrgeiz an Thrillern oder zu viel Ansprüche an Thrillern. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir ja in die Infobox mal schreiben, ob ihr das Buch gelesen habt oder ob ihr mir vielleicht auch einen guten, richtig guten, spannenden Psychothriller empfehlen könnt. Also gern so Psychothriller. Gar nicht mehr so viel Blut, aber so einen richtigen Psychothriller. Vielleicht könnt ihr mir da einen empfehlen, dann schreibt es mir doch in die Infobox. Ja, und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Buch. Ich hoffe, euch geht es damit vielleicht besser. Und ihr müsst immer überlegen, es ist nur meine Meinung. Also nicht immer gleich sagen, oh Gott, ich werde das Buch nie lesen, weil das ist verkehrt. Es ist ja nur meine Meinung. Und ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!